Der Weihnachtsbrief. Es lebte einmal eine alte Frau, für sie war das Leben recht einsam und grau. Um ihr Einkommen war es gar schlecht bestellt. Mit einem Wort, sie hatte kein Geld. Ja, früher, als alles noch besser war, da konnte man kaufen, was nötig war. Doch jetzt, mein Mantel, oh Schreck, oh Graus, der sieht ja schon fast durchsichtig aus. Sie überlegte angestrengt hin und her, woher denn Geld zu kriegen wär. Da kam ein Gedanke ihr, oh wie fein, ich schreib einen Brief an das Christkindlein. Liebes Christkind, ich bin alt und arm. Das Geld ist zu wenig, drum bitte ich dich, erbarm, schick mir doch 100 Euro her für einen Mantel, ich brauch ihn so sehr. Eine andere Hilfe weiß ich nicht mehr, denn ganz ohne Geld ist's wirklich sehr schwer. Aber bitte beeil dich mit dem Geld, sonst ist's nichts mehr schön für mich auf der Welt. Der Brief wird frankiert, in den Kasten gesteckt, der Postbote hat ihn morgens entdeckt. Er liest die Adresse, was soll er nur machen? An das Christkind, nein, also, das ist ja wirklich zum Lachen. Er denkt sich aber, Spaß muss sein, der kommt ins Fach vom Finanzamt hinein. Am nächsten Tag dort angekommen, wird er vom Beamten in Empfang genommen. Wenn Sie nun glauben, der schmeißt weg diesen Brief, oh, so ist das nicht, da liegen Sie schief. Er liest die Adresse und denkt gleich daran, wie man der armen Frau helfen kann. Ja, glauben Sie mir, und das ist kein Scherz, es gibt beim Finanzamt auch Leute mit Herz. Ihm kommt ein Gedanke, und das ist fein, das könnte für die Frau eine Hilfe sein. Er fängt gleich an, durch die Büros zu wandern und sammelt recht fleißig von einem zum anderen. Doch leider war er über den Erlös nicht ganz froh. Statt 100 bekam er 70 Euro. Na immerhin, diese wurden ganz geschwind an die arme Frau gesandt, schnell wie der Wind. Diese freute sich riesig, man kann's nicht ermessen, dass das liebe Christkind hat sie nicht vergessen. So schrieb sie rasch einen Dankesbrief, in Eile sie damit zum Postamt lief. Sie schrieb an das liebe Christkindlein dieses nette Briefelein. Liebes Christkind, deine Gabe freut mich so. Vielen Dank für die 70 Euro. Doch solltest du wieder einmal an mich denken und so gütig sein, mir was zu schenken, dann möchte ich dich nur um eines bitten, das Geld nicht übers Finanzamt zu schicken, denn die Lumpen, die haben doch ungelogen von den 100 Euro 30 abgezogen. Thank you.